Sie wollen also über die humanitäre Situation der Bevölkerung in Gaza sprechen. Eine Bevölkerung, von denen laut einer jüngsten Umfrage jeder Zweite die Hamas-Terroristen wählen würde und über 70% dem bestialischen Angriff auf Israel, bei dem über 1200 unschuldige Männer, Frauen und Kinder massakriert wurden, gutheißen. Eine Hamas, die auch in Europa ihr Terrornetzwerk aufbaut. Es wäre besser, Sie würden sich intensiv mit der grässlichen humanitären Situation der 136 israelischen Geiseln, die seit mehr als 3 Monaten in der Hand der islamistischen Schlechter sind, beschäftigen. Menschen, die gefoltert und geschändet werden. Und wir sollten darüber reden, dass eine palästinensische Autonomiebehörde Milliarden für einen sogenannten Märtyrerfonds zur Verfügung stellt, aus dem die lebenslangen Terrorrenten für Angehörige von Selbstmordattentätern oder in Israel inhaftierten Märtyrern bezahlt werden, also für palästinensische Terroristen, Mörder und Verbrecher. Wie die Angehörigen des Mörders von Halel Yaffa Ariel, einem 13-jährigen israelischen Mädchen, das im Schlaf von einem Märtyrer erstochen wurde. Dieser Terrorfonds wird existieren, solange die EU und allen voran Deutschland diese Autonomiebehörden reichlich mit Steuergeldern alimentiert. Und solange Sie sich ausschließlich Gedanken über die humanitäre Situation von Israels Feinden machen, die auch die Feinde unserer westlichen demokratischen Werte und unserer Freiheit sind.